Leute, hier ist euer Anti und herzlich willkommen zu Folge Nummer 18 von Would You Rather mit Zydex. Hallo. Ja, und dann legen wir mal los, ne? Zydex ist heute dran. Gar nicht irgendwie groß. Ja, gar nicht groß einleitende Worte. Ich meine, es wissen ja alle, worum es geht. Vielleicht sollten wir nochmal darauf hinweisen. Letzte Episode haben wir eure Fragen genommen. Und anhand der Kommentare konnten wir schon sehen, dass das ganze Prinzip relativ erfolgreich ist. Deswegen können wir schon mal ankündigen, dass es auf jeden Fall in der Zukunft noch vorkommen wird. Also das Feedback war da schon ziemlich gut. Auch die Views waren noch ein bisschen höher als bei den anderen, muss man einfach dazu sagen. Und deswegen werden wir in Zukunft das auf jeden Fall nochmal machen. Aber jetzt an der Stelle nochmal der Hinweis, nicht unter dieses Video. Wenn wir nochmal so eine Aktion machen sollten, wie jetzt beantworten wir nochmal eure Fragen, dann werden wir explizit am Anfang des Videos nochmal darauf hinweisen und auch nochmal am Ende des Videos darauf hinweisen. Aber genau. Solange wir das nicht tun, finden wir es einfach schön, wenn ihr einfach in den Kommentaren erstens Feedback gibt und zweitens die Fragen aus dem Video nach eurem Gewissen beantworten würdet. Ja, aber wer das übrigens noch nicht gesehen hat, findet es natürlich in der Beschreibung. Und dafür bietet sich ja auch die 20. Episode quasi an, so als Special-Folge, Zwinker, genau. Zwinker. Aber mehr verraten wir nicht. Spoiler Alert! Okay, heute fange ich wieder an, ne? Mit der ersten Frage. Und zwar, Anti, hättest du lieber die Portal Gun aus Portal oder die Gravity Gun aus Half-Life? Boah. Vielleicht nochmal für die Leute, die es nicht kennen, erstmal Schande über euch. Die Portal Gun aus Portal kann Portale machen, nämlich ein blaues und ein gelbes. Die beiden sind da miteinander verbunden. Was man damit alles machen kann, das bleibt dann eigentlich eurer Kreativität überlassen. Aber im Endeffekt könnte man damit sehr weit reisen eigentlich, wenn man das irgendwie intelligent hinkriegt. Wenn man den Ort eigentlich sieht, dann kann man ja da quasi das Portal hinschießen und das andere unter sich und dann ist man quasi direkt da. Und die Gravity Gun kann quasi alles, was irgendwie in deiner Nähe ist, packen und das kannst du damit quasi mühelos in die Luft heben. Also ob das ein Sofa, ein Schrank oder ein Bleistift ist, ist dann vollkommen egal. Ja, genau. Also quasi die Portal Gun ist ja mehr oder weniger so Wirklichkeitserweiterung, ne? Also von wegen, dass man so eine Art neue Dimension schafft, durch die man sich bewegen kann, mehr oder weniger. Und Gravity Gun kannst du mit den Sachen irgendwie interagieren, die du dann hast. Ich meine, das ist mit der Gravity Gun ist natürlich so ganz praktisch, wenn man so schwere Lasten zu tragen hat, ne? Also habe jetzt gerade irgendwie letztens auch wieder mitgeholfen beim irgendwie Zimmerstreichen und da muss man dann halt schon mal Schränke hin und her schieben, die dann irgendwie, weiß ich nicht, 200 Kilo wiegen oder so. Mhm. Und da denkt man sich schon. Oder natürlich an so einem schönen Fernsehabend einfach mal die Fernbedienung, die gerade irgendwo noch liegt, ohne aufzustehen. Die kannst du aber auch, da kannst du so ein Portal auf den Tisch schießen, die liegt. Stimmt. Und kannst dann auf deinen Wohnzimmertisch und dann kommt das ja quasi sogar zu dir hochgesprungen, weil ja dann die Schwerkraft wie Geschwindigkeit, also das ist, also der. Es geht auch mit der Portal ganz, stimmt. Genau. Ja. Aber dieses Lastern heben. Das hat nicht so viel Alltagsgebrauch, oder? Also ich meine, dass mit der Portal Gun einfach die Möglichkeit haben, sich schnell irgendwo hinzubewegen, so zack, bist du da, ne? Kannst quasi mehr oder weniger da einsteigen und gleichzeitig steigst du bei dem anderen direkt aus, ne? Ohne Zeitverzögerung und so. Das kannst du öfters irgendwie benutzen, als die Lasten heben, ne? Also mit Gravity Gun, weil viel mehr kann ich mir jetzt nicht vorstellen, was man mit der Gravity Gun machen kann, so richtig. Nee, stimmt schon. Also ich denke mal, Portale ist auf Dauer wesentlich cooler. Allerdings musst du aufpassen, dass du nicht irgendwie so ein Portal an ein Hochhaus dran machst und du fällst dann halt runter, dann zermatscht dir ja eigentlich deine Beine, ne? Ja, das mindestens das, die Beine. Das passiert im Portal jetzt nicht, aber die hat ja so spezielle Dinger da irgendwie unten dran. Die hat so 7-Meilen-Stiefel an, ja. Ja, irgendwie sowas Komisches. Also auf jeden Fall kannst du das dann nicht machen. Das heißt, da musst du vielleicht ein bisschen aufpassen. Mhm. Aber ansonsten, ich denke mal, ja, ich würde auch sagen, Portal Gun ist wesentlich hilfreicher. Ja, irgendwie schon. Jetzt im Alltag. Und ich meine, selbst wenn du jetzt irgendwie sagst, so, du bist zum Beispiel am Bodensee oder so, nee, schlechtes Beispiel, sieht man das andere Ufer ja nicht, aber in irgendeinem, keine Ahnung, du bist irgendwo in einem Urlaubsort und willst dann auf einen gegenüberliegenden, am anderen Ufer liegenden Berg oder so ein Portal schießen. Erstens kannst du ja durch dein eigenes Portal, kannst du ja erstens vorsichtig durchsteigen, ne, also dass du nicht wirklich reinspringst, dass du auch noch die Beschleunigung hast und du kannst ja auch durch das Portal durchgucken. Also du kannst ja auch gucken, was dahinter liegt sozusagen. Deswegen, also man wird sich schnell dran gewöhnen und dann ist es auch nicht so gefährlich, denke ich. Ja. Portal Gun. Ja, die youwather.com Besucher haben sich ziemlich ähnlich entschieden. Sogar sehr stark, 75% sind für die Portal Gun und nur ein Viertel der Leute ist für die Gravity Gun aus Half-Life. Ja.
Vielleicht kennen die auch alle gar nicht Half-Life. Schande über euch. Schande über euch. Asche über eure Häupter. Genau, sowas in der Art. Ja, na gut, dann kommen wir zu meiner ersten Frage. Ja. Ja. Und zwar, würdest du lieber ein normales Leben führen und... Warte. Ja doch, scheiße, jetzt bin ich gerade in der Zeile verrutscht. Würdest du lieber ein normales Leben führen und danach komplett vergessen werden oder für eine schreckliche Tat in die Geschichte eingehen? Also mein normales Leben oder Adolf Hitler oder was soll das jetzt darstellen? Ja, also quasi dein normales Leben und danach kennt dich kein Schwein mehr. Oder genau, ja, Hitler wäre jetzt ein Extrem, aber dass du halt durch eine schreckliche Tat und nicht durch eine positive Tat in die Geschichtsbücher eingehst sozusagen. Ich denke mal, das lässt sich relativ einfach beantworten. Also ich bin jetzt nicht irgendwie darauf aus, auch wenn ich jetzt hier auf YouTube bin, dass ich irgendwie großartig irgendwie berühmt sein muss und dass man mich in Jahrhunderten noch irgendwie kennt oder meinen Namen kennt. Wäre natürlich toll, wenn man mich positiv kennt, aber negativ ist doch eigentlich genau das, was ich nicht möchte. Deshalb habe ich eigentlich überhaupt kein Problem damit. Ich erwarte es ja im Endeffekt sogar, dass ich normal so lebe, dass mich in, was weiß ich, 50 Jahren, außer meine engste Familie oder die Kinder der engsten Familie, dass mich außer denen keiner mehr kennt. Und ich denke mal, das ist jetzt kein Riesenproblem, wenn ich ein glückliches Leben geführt habe. Wenn mich dann halt, mein Gott, keiner mehr kennt mit richtigem Namen oder für das, was ich gemacht habe. Nur aber wenn ich was Schlechtes mache und alles. Ja, genau. die auf jeden Fall, wenn ihr mich vergesst in 50 Jahren. Dass ihr damals mit 15 solche Videos geguckt habt. Dann gibt's Kasala. Nee, aber ganz ehrlich, was habe ich denn davon, wenn die sagen, in 100 Jahren in Geschichtsbüchern, dieser Cedric, der hat damals den und den getötet und das hat damals irgendeine Wirtschaftskrise ausgelöst oder was auch immer. Was habe ich denn davon? Also, ja. Dann lieber ein ganz normales Leben führen und unbekannt bleiben. Ich meine, klar, es war lange Zeit, war das eine der größten Ängste der Menschheit, ne? Diese Vergänglichkeit, dieses Nichts auf der Erde zurückzulassen, so nach dem Motto, ne? Aber andererseits, also ich bin ja, das kommt ja in vielen der Would You Rather-Fragen so ein bisschen raus, weil viele dieser philosophischen Fragen das auch viel mit Leben nach dem Tod und so zu tun haben, kommt sehr oft raus, dass ich ja Atheist bin und auch meine besondere Meinung habe zu der Rolle des Lebens, der Rolle des Todes, ne? Und wenn ich einfach meine Meinung beibehalte und sage, der Tod ist nichts anderes als Ende der biologischen Funktion, ne? Und alles, was danach kommt, kannst du weder von außen beobachten, geschweige denn, dass es dich in irgendeiner Weise interessiert. Deswegen. Dann kann es dir scheißegal sein. Kann es dir eigentlich wirklich scheißegal sein. Und da bin ich halt wirklich dann auch eher derjenige, der sagt, ich führe ein geiles Leben, ich bin jetzt mit den Leuten zusammen und mach mit den Leuten was, mit denen ich auch Lust habe, mein Leben weiterhin zu verbringen. Ich habe eigentlich nichts wirklich zu bemängeln an meiner Lebenssituation. Und warum das irgendwie aufgeben für Hauptsache in die Geschichte eingehen, egal wie. Das ist so, ja. Das ist so eigentlich auch relativ klar für mich. Und umso mehr überrascht es mich dann wiederum, dass das gar nicht so unbedingt deutlich rausgekommen ist bei der Abstimmung bei Would You Rather. Denn nur, das ist, bei anderen Fragen würde man sagen, das ist deutlich, aber bei der hätte ich es eigentlich deutlicher erwartet, nur 68% hätten gesagt, ja, ich möchte lieber das normale Leben führen. Und die anderen, was sind's, 32% sagen immerhin, ja, ich würde so etwas tun wie, keine Ahnung, Hitler oder was auch immer. Hauptsache, ich werde irgendwie nicht vergessen nach dem Tod. Das heißt, jeder Dritte ist potenziell dazu bereit, irgendwas Schlechtes zu machen, um irgendwie noch halt erinnert zu werden. Ja, also wenn ich das nicht bin und du das nicht bist, Zuschauer. Es ist Fantu. Ja. Es ist Fantu. Ja, es ist, finde ich aber heftig. Also ich sehe den Sinn dahinter irgendwie nicht so richtig, nee, dass ich sage, ich muss jetzt irgendwas machen. Hauptsache, man erinnert mich, egal wie. Ja. Also wenn ich irgendwie sage, ich möchte irgendwas auf dieser Erde hinterlassen, dann auch irgendwas Positives, strenge ich mich doch umso mehr an ein Kind zum Beispiel. Da schließt sich dann wiederum der Kreis zur letzten Episode, die natürlich wieder in der Beschreibung verlinkt ist. Ja. Ah, du bist so toll im Schleichwerbung machen. Ja, ich weiß. Weißt du, was wir total vergessen haben? Ne? Was denn? Portal. Wir haben ja vorhin über Portal-Gun geredet. Vielleicht, wir haben ja mal ein Portal-Let's Play gemacht. Vielleicht kommt das ja bald mal wieder. Vielleicht. Wer weiß. Psst. Wer weiß. Okay, nächste Frage. Spoiler Alert. Der zweite schon heute Abend. Der zweite schon. Okay, nächste Frage. Wenn du beides aus der eigenen Tasche bezahlen müsstest,
Würdest du dann lieber 10 Euro in 50 Cent Münzen essen, also 20 Stück, oder 1000 Euro in 100 Euro Scheinen? Das ist ja schon fast eine Schwachsinnsfrage. Ja, ist aber auch die letzte von mir. Nochmal, was? 10 Euro okay, und 50 Cent Münzen? Also, genau, 10, also möchtest du lieber 20 Münzen essen, die du selber bezahlen musst, was 10 Euro sind, das geht voll klar. Ja. Oder möchtest du halt 1000 Euro aus deiner eigenen Tasche bezahlen, die du selber bezahlen musst, aber darfst dir dann quasi halt in 100-Euro-Scheinen essen? Dann esse ich doch die Münzen. Also, klar, das ist dann vielleicht so... Ah, Geld geil. Ein kleines bisschen schon. Naja, ja, aber ganz ehrlich, also 1000 Euro, das ist schon krass. Also 1000 zu 10 Euro, so im Verhältnis. Ich meine, klar, das ist irgendwie echt kacke, diese ganzen Münzen zu schlucken, aber es sind letztendlich nur 20, ja, und das kriegt man auch irgendwie hin und dann sind die vielleicht schwer im Magen und außerdem werden die ja auch nicht verdaut. Ja, warte. Eben, also sie sind dafür immer drin. Wie viel wiegen 50 Cent Münzen? Wie viel wiegen, das ist keine Ahnung, müssen wir jetzt mal nachgucken. Tipp. Ja, nee, aber das wäre natürlich auch ein Argument. Es tut natürlich ganz schön weh, wenn sie da rauskommt, ne? Ja, eben. Und ist schwer, wenn es drin rumliegt im Magen. Aber 1000 Euro! Ah, das tut doch weh, 1000 Euro einfach so zu verschwenden. Ich meine, jetzt im Moment... Ja. Also eine Münze, eine 50 Cent Münze wiegt 7,8 Gramm. Mal 50 sind das irgendwas mit 40 Gramm oder so. Das wäre halt schon doof. Wäre halt schon doof, aber trotzdem. Egal, ich würde die Münzen trotzdem nehmen. Weil okay. Die 1000 Euro, das steht einfach nicht im Verhältnis, finde ich. Okay, also ich sag mal, was ich dazu denke. Ich hätte gar keinen Bock, diese 50 Cent Münzen sind breiter als die 1 Euro Münzen, ne? Das weiß man ja. Ja. So, jetzt überleg dir mal, wie dick deine Speiseröhre ist. Nicht wenn so ich breit. Wenn ich jetzt irgendwie so ein Brötchen... nicht so breit. Wenn ich jetzt irgendwie ein Brötchen esse und ich kaufe vielleicht nur 4-5 Mal, dann kratzt es bei mir schon in der Speiseröhre. Ja. Ich weiß nicht, ob das normal ist oder nicht, aber ich denke mal schon. So, ja. Wenn ich jetzt 20 von diesen dicken Münzen schlucke und die bleiben da drin, muss ich nicht nur irgendwann in meinem Leben, in den letzten 60 Jahren, die ich noch irgendwie zu leben habe, die irgendwann mal entfernen lassen, weil ich keinen Bock habe, dass es die ganze Zeit klinkert, auch wenn ich schlafe und überall, auch beim Sport. Und ich denke mal, allein das kostet wahrscheinlich schon irgendwie 500 Euro. Und ganz ehrlich, für die 500 Euro würde ich lieber das bisschen sauberes Papier essen. Ja, 500 Euro, so um was. Also keine Ahnung, was eine OP kostet, aber ich sag mal, du sparst gar nicht so viel Geld. Ja, stimmt. Wenn man sagt, ja, Magen auspumpen oder so. Boah. Nee, das muss nicht sein, ne? Muss nicht sein. Ah, trotzdem 1000 Euro! 1000 Euro ist halt echt viel, ne? Ist halt echt viel Geld. Ich hab jetzt gar nicht mal so nebenbei. Eben. Ich wäre froh, wenn ich 1000 Euro auf dem Konto rumliegen hätte. YouTube Money. Ja, okay, Das kann er wissen. Spoiler Alert. Also, die Would You Rather Leute haben sich ähnlich entschieden. 71% würden lieber 1000 Euro essen als 10 Euro in Münzen. Krass. Also nur weniger als ein Drittel würden die Münzen essen. Krass. Ja, andererseits, wenn man arbeitet, hast du 1000 Euro mit einem halbwegs guten Job auch drin nach einem Monat. Ja, also wenn du ein bisschen älter bist, dann ist das vielleicht gar nicht mehr so viel. Genau, weil wir sind jetzt Schüler. Klar, 1000 Euro ist da schon was, aber so als Arbeitnehmer. Naja, gut, lassen wir das. Wir haben uns ja schon entschieden. Genau. Und damit kommen wir auch zu meiner letzten Frage, die noch ein bisschen schwachsinniger ist als die mit dem Geld. Denn die Frage lautet, Cynex. Ja? Ganz ehrlich. Hättest du lieber Nippel, die auf dem Beat ihre Farbe ändern, oder wie Diamanten aussehen? Auf dem Beat ihre Farbe. Ja, so stand's da. So, rot, grün, gelb. Genau, so. Und dann halt einfach ja, so geil. Im Rhythmus. In der Disco halt. Ja, und dann zieh ich mein T-Shirt aus und alle so, yeah, woo, Disco. Oder halt, was war das? Diamanten? Oder wie Diamanten aussehen. Okay, also diese Frage ist mit Abstand die schwachsinnigste, die wir jemals hatten. Ja. Wirklich. Die schwachsinnigste, die ich je auf der ganzen Seite gelesen habe, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Okay, warte mal. Also wenn ich Nippel habe, die wie Diamanten sind, habe ich schon mal das Problem nicht, dass wenn ich, keine Ahnung, renne oder so Sport mache, dass meine Nippel so an dem T-Shirt scheuern. Ja.
kennst es ja, wenn du so einen Marathon läufst oder so, dann kleben die sich die manchmal sogar ab, ja, ne, damit klar. das nicht so scheuert und so. Okay, ist aber kein riesiges Problem im Alltag, jetzt zumindest nicht für mich. Auf der anderen Seite, wenn die sich zum Beat ändern, also ich meine, es wäre schon ein cooler Party-Gag, aber... Aber mehr auch nicht. Aber es sieht halt auch ziemlich beschissen aus. Ja, schon. Ich mal vor, du bewirbst dich, im Hintergrund läuft das Radio und aus deinem Hemd kommt so, ja, so Farben, bling, bling. Genau, das passiert ja nämlich immer, wenn irgendwo Musik ist. Das heißt, du kannst es eigentlich immer. Quasi nicht kontrollieren. Nicht kontrollieren und dann in solchen Situationen auch nicht verstecken. Das ist so. Ah. Ja, dann doch lieber die Diamanten. Und Frauen stehen ne? auf Diamanten, ja. Eben, genau. Auf Glitzer es und so. Es gibt bestimmt. Nee, ich nehme die Diamantnippel. Ja. Und so wie Fantu sagen würde, ich entscheide mich für die Nippel. I take the nipples, würde der Engländer sagen, ist ja klar. Und damit kommen wir auch schon zur Statistik von YouRather. Auch die haben sich für Diamanten entschieden mit einer 58-prozentigen Mehrheit. Ja gut, was soll man dazu sagen? Ist jetzt nicht wahnsinnig deutlich, aber war zu erwarten. Also genau. Es ist halt einfach Schwachsinnsfrage. Beides echt Schwachsinnsantworten auch. Ja gut, dann sind wir auch für heute wieder mal durch mit den vier Fragen. Wir wollen natürlich unten in den Kommentaren, nein, nicht eure Fragen lesen, wie eben schon gesagt, sondern eure Antworten auf unsere heutigen vier Fragen wissen. Und ich hoffe natürlich, oder wir hoffen, dass euch das Video wie immer gefallen hat. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ansonsten verabschiede ich mich von euch. Bis dann, euer Anti. Und ich sage natürlich auch wie immer, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Euer Synex. Spoiler Alert!